beim Leben. Und das Leben ist wieder da. Ich habe das gar nicht mehr so human in Erinnerung. Nach meiner Erinnerung war das Leben immer, also es sind in allen Mega Man immer die Items weg gewesen, nachdem man einmal gestorben ist. Aber sich schon mal eingesammelt hatte. Komm, lass mich in Ruhe. Es ist ja auch, das ist auch in allen Folgen in Mega Man so. Es wundert mich, dass es hier nicht so ist. So. So, komm schon. Ich hasse übrigens diese Teile. Was auch immer sie darstellen sollen. Okay, er ist tot. Der andere ist ja jetzt nicht so gefährlich. So. Ich hätte natürlich auch einfach durchgehen können. Komm. Oh, Energie. Oh, große Energie. Die will ich haben. Wunderbar. So, es kommt natürlich noch ein Endboss, wie es sich so gehört. Dieser hier. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es einer der fiesesten Endbosse. Eine Kopie von mir selbst. Die exakt dieselben Attacken drauf hat wie ich. Verdammt, ich bin tot. Mist. Habe ich da vorher noch einen Speicherpunkt? Ja, okay, wunderbar. Natürlich ist dieser Speicherpunkt so super angesiedelt, dass ich direkt mal gegen Viecher kämpfen darf. Warum habe ich jetzt Fireman genommen? Das hat schon seinen Grund, weil wenn er zu nah an mich rankommt, dann habe ich so ein Schild und auf der Ferne kann ich ihn leicht abschießen. Was aber nicht bedeutet, dass ich deswegen einen Vorteil habe. Ich glaube, die ist gegen gar keine Fähigkeit wirklich anfällig. Okay. Die Sache ist halt, wie gesagt, er kann exakt dieselben Fähigkeiten. Das bringt kaum was. Ach ja, natürlich. Wenn er dieselbe Attacke macht, ist es natürlich tödlich. Okay, ich habe noch ein Leben. Welche Fähigkeit nutze ich denn da jetzt? Iceman? Naja, versuchen wir es einfach mit Iceman. So, komm, 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 schuss, 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 schuss. Macht überhaupt keinen Schaden. Elegman. Okay, das macht wenigstens etwas Schaden, aber ja. So, komm, 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 komm.
So, komm, 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 komm. Ja! Besiegt. Okay, wunderbar. Wunderprächtig. Er ist tot. So, okay. Wie spät haben wir es? Bald Feierabendzeit. Okay. Ja. Gut, ich... Das ist noch nicht das letzte Level. Wieso kommt das Level vorher noch? Okay, aber ich werde an dieser Stelle mal ein Save State machen. Wieso habe ich einen Cheatcode-Ordner? Mega Man 1 Let's Play Save State. Wily Stage 3. So, okay. Speichern wir einfach mal. Und ich würde sagen, ich beende dann an dieser Stelle diese Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffentlich mit diesem Save State. Ansonsten muss ich alles nochmal spielen. Ich hoffe nicht. Okay. Also dann, bis ganz, ganz bald und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 1. Wir sind immer noch in der dritten Wily Stage, wo ich den Save State gesetzt habe. Es ist noch derselbe Tag, wo ich auch den Rest des Spiels bisher durchgespielt habe. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns jetzt an, was hier noch so kommt. Auf jeden Fall schon mal eine Menge Gegner. Der da oben gefällt mir nicht. Ach, das war klar. Ich habe jetzt nicht auf den da oben geachtet. So. Die kriege ich weg. So, okay. Der schießt. Das ist mir jetzt erstmal egal. Schieß und ich gehe runter. So. Nochmal derselbe Raum. Wie ordinär. Ach komm, leckt mich. So, weiter geht's. Was kommt jetzt? Nochmal Headset richten. Tut mir leid, dass es wieder geknarzt hat wahrscheinlich. Ja, jetzt... Hier ist übrigens eine Strömung. Ich kann nicht mehr nach links. Ich muss jetzt nach rechts. Und jetzt kommen Pinguine. Man sieht richtig schön, dass ich schneller bin als meine dass meine Kugeln zwar noch schneller sind, aber nur geringfügig. Oh, 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 nein. Ah! Ich habe mich gerade daran erinnert, dass da Viecher auch noch kommen. Oh, gut. Ah! Blöde ist, dass die explodieren und ich mitten in die Explosion reingetrieben werde. Vielleicht tropfen sie ja noch Energie. Oh, ja. Ah, das war klar. So, okay, Boss-Time. Schon. Das Level war ja nicht sehr lang. Okay, ah, Hilfe, Hilfe. Nein, geh doch nicht nach unten. Okay. Ah. Wie man sieht, habe ich hier diese Gutsman-Blöcke, die ich benutzen kann. Ah. Okay, okay, okay. Für den Rest will ich Gutsman benutzen. So. Weil jetzt sind nämlich... ja. Deswegen halt. Weil ich halt nur begrenzte Blöcke habe und ich pro Blase nur gewisse Dinge abziehe. Deswegen habe ich die ersten auch mit dem normalen Plaster kaputt gemacht, weil, ja, dann verschwende ich die Dinger nicht für die langsamen, weil die werden halt auch immer schneller und das ist halt die Schwierigkeit daran. So, okay, wenn ich mich recht entsinne, ist das das letzte Level von Mega Man 1. Das werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall kommen meine Lieblingsstromviecher wieder. So. Hier bin ich los. Einmal Gutsman benutzen. Von dem ich kaum noch was habe, wohlgemerkt. Kann ich mir vielleicht... Ja, kann ich. So. Ich bin ja nicht blöd, ich hab's gesehen. So, und jetzt...
Na, ich spreche schon wieder gar nicht, wie ich gerade merke. Ja, gut. So, der ist tot. An den hier muss ich vorbei, so hoch komme ich nicht. Das wird jetzt wieder ein bisschen rumtricksen hier. Okay, den unten kann ich töten. Den da oben glaube ich auch. Ja. Ah! Stand nicht richtig. Okay. Aber er hat mir Energie hinterlassen. Das gleicht das ja wieder ein bisschen aus. So. Das ist übrigens die zweite Stage, in dem dann die... Ah! Die Crate 6 in diesem Fall, ja. Kommen. Das heißt, zwei haben wir schon erledigt. Erneut erledigt. Jetzt kommen halt nochmal die anderen vier. Und hier war irgendwas. Auf jeden Fall mein Tod erstmal. Wie gesagt, ich glaube, dass das das letzte Level ist und dass das auch die letzte Stelle ist, die gefährlich ist. Danach muss ich mich mit den... Ah, das... Ich hab's schon wieder ver... Okay, ich wollte eigentlich nicht ein Leben im ersten Screen verlieren. Tut mir leid, wenn ich das jetzt mache, aber ich möchte mit vollem Leben durch diese Stage gehen. Denn sie ist wirklich, ja, es ist wirklich, kann nervig sein. Der Endboss ist bestimmt mit Tastatur recht hart. Und den möchte ich dann schon mit allen Leben angehen können. Ja, ja, schon klar. So. Okay. Ich möchte hier übrigens gleich anmerken, ich werde hier keine Glitches oder sowas benutzen, um den Endboss zu besiegen. Ich weiß, dass es möglich ist. Aber ich finde, das ist, naja, es muss nicht sein. Also das ist für mich, ehrlich gesagt, unter aller Sau, dass ich sowas nutze. Ich werde den Endboss regulär töten. Und verzweifeln daran, dass ich ihn nicht schaffe. Ja, ich bin ja so witzig. Naja, so. Ach, ich Idiot. Ich Doppelidiot. Oh, ich Dreifachidiot. Komm. Jetzt ganz ordentlich machen, bitte. Und am besten droppt das Vieh noch in der... Nichts. Naja, war ja typisch. So. Na. So. Komm schon. Ich sagte, komm schon. Uah. Gut, er ist tot. Puh, Bei dem nehme ich jetzt den M, sicherheitshalber. Ich glaube, es gab irgendwas Spezielles am Ende dieses Ding. Ja, ich kann mich auch, glaube ich, erinnern, was es war, aber ich wüsste nicht mal, in welcher Hinsicht es war. Ich glaube, es lud alle meine Waffen auf, zur Sicherheit oder sowas. Ach, ich Idiot. Ich Vollidiot. Und ich fange natürlich von vorne an. Das war ja sowas von klar. Ach komm, das ist nicht euer Ernst. Okay, Leute, das hatten wir gerade schon mal. Hallo, Stacheln des Todes. Hallo, Game Over Screen. Tut mir leid, wenn ich mir hier so Suizidspielchen mache, aber ich bin so ein bisschen abgeneigt dazu, das wirklich nur mit einem Leben zu machen. Und das zweite war gerade gar keine Absicht, also ich wollte nicht mit Absicht sterben. Also, ja, ich hoffe, das ergibt irgendwo Sinn in den Leuten, in den Köpfen der Leuten. Aber was sage ich? Ich sage heute nur Müll. Ich müsste eigentlich die Klappe halten, aber es ist ein Let's Play, ich darf das nicht. So. Komm, komm, komm. Ich will, dass ihr sterbt und dass ich mir ganz in Ruhe hier durchkomme. So. Ach so, ja, stimmt ja, da war ja was. Ja, hier hatte ich Ruhe. Gut. Dann den hier. Da hoch. Genau. Nichts. Ach, fuck. Was? Ja. So, geht doch. Und jetzt komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stirb doch endlich. Na, endlich. So. Und noch einmal die Stelle.
Das ist übrigens kein Sheet oder sowas. Ich drücke ganz normal nach oben und springe davor, weil ich weiß, dass das... Also da praktisch die Leiter automatisch überspringt. Das ist ganz normal. Das ist kein Bug, kein Sheet, kein gar nichts. So. Ein Leben. Das will ich auf jeden Fall haben. Komm zurück. Komm zurück. Braves Teil. Das muss doch mal ganz...